Wie ist das mit dem Betriebssystem Mensch? Es geht um das Energiemanagement der Seele. Ein spannendes Thema, liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Du hast dich mit dem Begriff Seele sehr lang befasst. Das ist ja nun auch nicht irgendetwas, sondern ein schwerer Begriff, ein Begriff, der viele Konsequenzen in der richtigen Definition dann nach sich zieht. Und um vielleicht die Interaktion mit Körper und Geist zu verstehen, hilft dieses U-Boot-Modell, mit dem du das immer sehr schön erklärst. Ja. Wie muss man sich das Dreierverhältnis von Körper, Geist und Seele vorstellen? Zuerst müsste ich sagen, ich habe tatsächlich sehr, sehr lange darüber nachgedacht, was Seele ist, weil Körper, Geist und Seele, habe ich von vornherein schon so diesen Spruch gehört und dachte ich, es muss irgendwas dran sein. Körper, Geist und Seele, dann habe ich immer gesagt, das ist alles eins. Das habe ich sehr lange so gesagt, aber im Hintergrund habe ich immer wieder geforscht und überlegt, nein, das kann eigentlich nicht sein, das muss irgendwie doch irgendwas anders sein, weil dieses Wort existiert, also es ist nicht umsonst, dieses Wort existiert, da haben Menschen dabei irgendwas gedacht und so. Und dann habe ich festgestellt, rein wissenschaftlich, Thema Seele gibt es nicht. Also Seele gibt es nicht und fertig. Und dann habe ich dann angefangen, Gedanken zu machen, kann das sein, dass Seele tatsächlich in der Lage ist, selbstständig zu denken, Entscheidungen treffen, habe ich erst mal so gedacht. Weil kam niemand so zu mir und sagt so, so und so. Das heißt, ich muss erst mal wieder von Null auf erst mal überlegen, was kann das überhaupt sein? Und dann habe ich festgestellt, als ich dann eben immer mit Energieinformationen beschäftigt habe und ich habe gesagt, was ist Gedanke? Gedanke ist Information eigentlich, ja, das ist auch so Energiemenge, die nach bestimmten Regeln Energieaustausch betreibt. Also praktisch kann man sagen, Intelligenz, ständig und so weiter, lebendig. Also Gedanken sind lebendig und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, dann was ist dann Geist? Das sind bestimmte Prozesse, Energie-Information-Austausch nach bestimmten Regeln, also bestimmte Kommunikationsprozesse. Auf jeden Fall geht es um Energiemengeaustausch. Und dann habe ich gedacht, ja, aber dann, wo ist der Unterschied zwischen Geist und Seele letztendlich? Ja? Und dann habe ich gedacht, als mir dann irgendwann immer wieder aufgefallen, dass man eine innere Stimme, also ja, zum Beispiel, man hat einen bestimmten Plan, heute habe ich das und das zu tun. Aber da kommt ein Gefühl in den Hintergrund, kann man sagen, so eine Stimme und sagt, nee, heute lieber nicht. Und dann Kopf sagt, ja, doch, ich muss, also ich habe Plan, ich habe Termin, ich ziehe das durch, aber innerlich, Körper, Geist und Seele, irgendwie, ja, kann man sagen, aber irgendwelche Gefühle sagen, nee, heute lieber nicht. So, dann habe ich gedacht, was ist das? Also ist es einfach innerer Schweinehund vielleicht, also das heißt, weil gesellschaftlich garantiert wird das als innerer Schweinehund wahrscheinlich bezeichnen. Mensch will trotzdem konsequent durchziehen und durchsetzen. Und durch Beobachtung von so vielen Menschen, die dann plötzlich so diese konsequent ihre Ziele verfolgen, die sind so praktisch so manchmal so verbissen, ausgebrannt, knallhart, knochenhart. Und da dachte ich, Moment, vielleicht haben die ihre Seele ausgetrieben, habe ich das so spielerisch gedacht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht doch irgendwas dran, dass sie praktisch nur vom Geist gesteuert und Seele bleibt auf der Strecke. Und so. Und so langsam nach und nach kam ich zu so einer Art Gedankenmodell, nenne ich das so U-Boot-Modell. Und das hat so beim Klick gemacht, muss man so sagen. Das hat sehr lange gedauert. Also 30 Jahre hat gedauert, bis es so einen Klick gemacht hat. Und plötzlich war sofort alles klar. Ja, Seele kann man tatsächlich mit U-Boot vergleichen. Das heißt, U-Boot gibt eine Mannschaft. Diese Mannschaft, kann man sagen, ist absoluter Chef. Diese Mannschaft inklusive Kapitän bestimmt diese U-Boot, steuert ihn und so weiter. Aber es gibt natürlich auch was von Menschen künstlich geschaffen, zum Beispiel Navigation, Kommunikation, Gerätschaften, alle, die es gibt, so Funk und so weiter, so Computer, sogar Strom, alles, was da fließt und so. Das ist alles im Prinzip Geist, so kann man bezeichnen. Das heißt, und dann Rest, Blecheisen wäre dann praktisch Körper. Also das heißt, wenn man aus dieser Sicht das alles anschaut, dann Seele als U-Boot-Mannschaft sehr stark auf Informationen von Geist angewiesen, weil sie muss in diese Gewässer, sage ich mal so, überleben. U-Boot, also die Körper, schützt praktisch Seele von Einflüssen von außen. Aber Seele braucht Informationen, um richtige Entscheidungen zu treffen, um navigieren und kommunizieren. Und Geist ist eine Schnittstelle, also liefert Informationen und sagt, wir sind in Deutschland,
Gesetze in Deutschland sehen so und so aus oder bist jetzt gerade Autobahn, deswegen musst du so schnell fahren, du musst so und so, gesetzlich so und so viel fortgeschrieben. Und dann Seele trifft die Entscheidung und sagt, ja, ich mache trotzdem anders oder so. Ja? Also das heißt, zum Beispiel Seele sagt vielleicht, ich will Spaß und so. Also das heißt, das bedeutet, Seele trifft Entscheidungen, aber Geist liefert Informationen. So, vorausgesetzt, dieses Spiel zwischen Körper, Geist und Seele überhaupt funktioniert. Und deswegen bei U-Boot soll man sehr gut sehen, wenn zum Beispiel Loch im Boot gibt, wer repariert dieses Loch? Also Navigationssystem oder Seele, also Mannschaft. Ja? Das heißt, Seele letztendlich Chef und muss für alles komplett einspringen, für alles komplett bezahlen. Das heißt, diese Energie wird investiert in Geist und investiert in Körper. Hat Körper Probleme, muss Seele alles reparieren. Also das heißt, bleibt natürlich wenig Energie übrig für Geist und für Seele. Also hat Geist Probleme, also muss er Seele auch anspringen und reparieren. Und wie kann man das erkennen? Wenn Geist Probleme hat, gibt es Probleme mit Logik. Wenn Seele Probleme hat, gibt es keine Lebenslust mehr. Wenn Körper Probleme hat, dann Mensch kann arme Beine nicht mehr bewegen oder Probleme mit Durchblutung und alles Mögliche, was da so schematisch feststellbar ist. Deswegen dieses Zusammenspiel, diese Energiemenge in richtige Momente, richtige Zeit, richtige Ort zu investieren und das zu managen, zu steuern, das ist überhaupt entscheidend fürs Überleben, um überhaupt in dieser Realität, in dieser Gesellschaft zurechtzukommen. Du hast auf einen Punkt hingewiesen, es sind viele, viele Details jetzt deutlich geworden, als du gesagt hast, es könnte etwas sein, der Körper möchte eine bestimmte Pflicht quasi erfüllen und von der Seele kommt da so ein Nein oder ein Fragezeichen. Wir sprechen ja, in der deutschen Sprache sagt man ja dann, du hast das auch schon angesprochen, von dem inneren Schweinehund, den man, und das kommt ja hinzu, nicht nur so bezeichnet, sondern es ist so die Aufgabe, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ja, also genau. Was man auf das, was man aus Bequemlichkeit, Faulheit, das wird ja alles negativ konnotiert, dann eine bestimmte Pflicht nicht erfüllen möchte, das muss jetzt überwunden werden. Mhm. Bedeutet aber, dass wenn das jetzt im Grunde genommen das Hineinreden oder die Entscheidung der Seele beträfe, dass das so einen negativen Beigeschmack bekommt? Oder ist das so ein, wenn man so will, so ein typisch deutsches Denken mit Pflichterfüllung und Pünktlichkeit und so weiter, was ja viele Vorteile, aber eben auch Nachteile hat? Ist das so kulturell bedingt, dieses negative Sehen dieses sogenannten inneren Schweinehundes? Ich habe auch zuerst so gedacht und ich habe sehr, sehr, sehr fleißig diesen Schweinehund ausgetrieben. Also ich habe 6 Jahre Elite-Armee hinter mir, mit Kadettenschule, Hochschule noch dazu, mit extremer Präzision und Disziplin und alles, was dazugehört. Und ich habe früher schon sehr viel Gedanken gemacht, dass man wirklich gesagt, getan, sofort umsetzen. Also egal, ob ich dabei sterbe oder nicht, aber ich habe mir vorgenommen, ich habe versprochen, ich ziehe das durch. Also ich muss dazu sagen, aus heutiger Sicht, ich frage mich, was habe ich mir da angetan? Also, aber letztendlich, wenn man genau schaut, welcher Preis ist man bereit zu bezahlen, um das, was man vorgenommen hat, durchzuziehen. Das heißt, als Beispiel, wenn Geist gut geht, dann gibt es klare, logische Denkweise, Mensch kann sehr gut erinnern, Gedächtnis funktioniert. Wenn Seele gut geht, dann gibt es Gefühl von Geborgenheit, Ewigkeit, Zeitlosigkeit, Lebenslust ist da. Also wenn Körper gut geht, dann Mensch plötzlich will sich bewegen, reisen und was unternehmen, was tun. Also das heißt plötzlich diese Lebendigkeit noch mehr deutlicher wird dann. Und wenn zum Beispiel irgendwas nicht funktioniert, zum Beispiel sagen wir so, dieser sogenannte Schweinehund ausgetrieben wird, dann in Wirklichkeit habe ich festgestellt, nicht Schweinehund wird ausgetrieben, sondern Seele wird ausgetrieben. Das heißt, Geist übernimmt diese Führung und Geist sagt, so, jetzt muss ich von A nach B pünktlich erscheinen. Und obwohl, wie schon sagte, alles, was wir tun, muss alles finanziert werden, also praktisch energetisch muss alles versorgt sein. Also das heißt, wer finanziert das Ganze? Seele.
wenn Seele im Moment nicht in der Lage ist, das zu tun, also weil Mensch hat eine bestimmte psychische Verdauungskapazität und kann nur pro jetzt, hier und jetzt eine bestimmte Energiemenge überhaupt umsetzen und in diesem Moment vielleicht eine andere Projekte, die noch zusätzlich was erledigen muss, und das kostet alles Energie, dann bleibt wenig Energie übrig für das, was man tut. Das heißt, Energie wird dann von der Seele, von dem Körper genommen. Und Mensch hat vorgenommen, etwas durchzuziehen und merkt plötzlich, wie sofort auf die Stelle seiner Lebenslust geht zurück. Plötzlich, er tut das alles, aber irgendwie schon fast wie hinblöd, sag ich mal so, und wie ein Roboter, wie ein Panzer über Leichen geht. Armselig. Armselig, genau das. Ja. Das bedeutet, an dieser Stelle, Leute gehen wirklich über Leichen. Und um Prinzip, es geht um Prinzip. Und wenn 2 plus 2 nicht 4, sondern 5, bereit, andere umzubringen dafür. Also das heißt, und deswegen, man sieht sofort, was passiert mit diesem Mensch, wenn er in Energie fällt, aber er hat vorgenommen, das durchzuziehen, er hat nicht genug Energie, drumherum wahrzunehmen, was passiert. Er hat das ganze Umfeld nicht richtig wahrnehmen können, er kann auch nicht mitfühlen, also nicht richtig wahrnehmen, nicht richtig entscheiden treffen, bedeutet deswegen, dass alles scheißegal ist, über Leichen einfach geht und fertig und seinem Prinzip folgt. Ordnung muss sein, aber dieser Mensch zahlt einen sehr hohen Preis dafür. Ob er selber danach kaputt wird, ausgebrannt, oder die ganze Familie ausgebrannt, kaputt, oder Beziehungen gehen kaputt und so, das ist dann manchen Menschen alles egal. Also wenn wir von der Entscheidungshierarchie reden, dann ist die Seele das diejenige, die Dinge entscheidet und auch die, wir reden ja über das Energiemanagement, ja, die dann letztendlich entscheidet, wo Energie hinfließt. Ja. Wenn es irgendwelche Baustellen, wenn es irgendetwas zu tun gibt, ja, muss die Seele entscheiden, geht es zum Körper, geht es zum Geist, ja, weil natürlich Energie, ja, sich auch nicht beliebig vermehren lässt. Genau, erstmal das, Mensch hat nur hier und jetzt genau das, ja, was er verarbeiten kann, was er trainiert hat, was er entwickelt hat. Und wenn man jetzt wissenschaftliche Sicht anschaut, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es überhaupt keine Seele. Das heißt, Mensch zappelt irgendwie nach Zufallsprinzip, irgendwelche Reflexe, irgendwelche, was nicht was noch, ja, Geschichten eintrainiert und so weiter. Und deswegen, sogenannte Seele ist keine Seele mehr, dann ist es Unterbewusstsein, also so ein Blackbox. Aus Unterbewusstsein kommt irgendwas raus. Theoretisch kann man jemanden umbringen, sagen, ich habe das unbewusst getan, also allein schon das schon Schuldminderung. Also das bedeutet, also dieses Unterbewusstsein wird dann so dargestellt, Mensch kann nichts dafür, das ist ein Blackbox. Und liegt eine schwierige Kindheit und so, und schon hat man noch mehr Rechtfertigung. Das heißt, und dadurch Mensch praktisch komplett ausgeliefert. Er weiß nicht, von aus dieser Unterbewusstsein kommt, was kommt überhaupt noch, was für Überraschungen noch kommen. Wenn man dieses Unterbewusstsein-Wort als Seele ersetzt, und plötzlich, es ist keine Unterbewusstsein, das ist Bewusstsein. Alles passiert bewusst. Allein schon deswegen, wenn zum Beispiel Körper, Geist und Seele reagiert auf irgendwas. Also Mensch offiziell hat nicht mitbekommen, aber Körper hat reagiert. Bedeutet, wie kann man reagieren? Reagiert man nur dann, wenn man wahrgenommen hat und Entscheidungen getroffen hat. Das heißt, muss man nur weiterdenken. Diese Denkgeschwindigkeit, die dahinter steckt bei der Seele, ist schon extrem enorm hoch. Aber so hoch, dass man überhaupt nicht daran denken konnte, dass es so schnell geht. Ja? Und wenn man das alles weiß, dass alles bewusst passiert, dann kann man diesen Prozess viel gezielter und besser steuern. Nicht denken, das ist unterbewusst, ich kann nichts dafür, sondern alles bewusst. Ich muss nur meine Denkgeschwindigkeit anpassen, erhöhen und Verständnis dafür auch anders entwickeln. In dem Dreiklang Körper, Geist und Seele, wie und mit welcher Funktion ist da die Psyche unterwegs? Psyche, ich würde sagen, wenn man Wikipedia schaut, dann ist das ein Zusammenspiel von Geist und Seele. Komischerweise Psyche als Wort so stark schon fast negativ besetzt. Ja, so Psyche ist immer Psycho, also ob das jetzt eine Psychosekte, ob das eine Psycho, ja, Psychiatrie, also jeder hat da schon Angst vor diesem Wort Psyche und so, und es wird das mit Krankheit identifiziert. In Wirklichkeit, Psyche ist ein ganz neutrales Wort und kann man sagen, tatsächlich ein Zusammenspiel von Geist und Seele beschreibt. Und wenn man in diese Richtung geht und traut sich, in diese Richtung überhaupt so zu denken, dann versteht man sofort, dass es so, Geist und Seele kann man überhaupt nicht trennen, weil im Prinzip ist alles Seele. Also zum Beispiel, wer hat Geist ausgedacht? In Wirklichkeit Seele ausgedacht. Also so wie Menschen praktisch nur U-Boot haben Sachen ausgedacht und so, aufgebaut und so. Und wer hat Körper aufgebaut? Also das heißt auch, kann man sagen, wahrscheinlich Seele. Ja? Das heißt,
Also Gedanken formen uns, also Gedanken formen unser Verhalten, Denkweise, alles komplett. Ganze Nervensystem richtet sich danach, Biochemie, alles richtet sich nach unseren Gedanken. Also das bedeutet, wer hat das Ganze gemacht? Also wenn man jetzt von der Seele ausgeht, dass Seele ist Chef, dann plötzlich wird klar, das heißt nur, Seele muss ausreichend mit richtigen Informationen versorgt werden, um Entscheidungen zu treffen. Also, und wenn zum Beispiel Geist nicht mitmacht, weil er sehr stark von Dogmen abhängig und von irgendwelchen falschen Überzeugungen, dann logischerweise liefert schon von vornherein schon falsche Informationen. Und wenn Körper überhaupt nicht mit der Lage das zu tun, zum Beispiel hohe Fieber oder besoffen und solche Sachen, dann liefert auch noch eine Menge falsche Informationen. Und Seele fühlt sich dann in diesem Moment wie ein Kuh auf Glatteis. Das heißt, also Energieverbrauch gewaltig. Ja. Hat die Psyche etwas mit der Entwicklung der Persönlichkeit zu tun? Also ich würde sagen... Oder der Entfaltung der Persönlichkeit? Genau. Also ich würde sagen, um überhaupt was im Leben zu bewirken, muss ein Mensch immer von A nach B gehen. Das heißt, weil er hat ein Ziel, er hat irgendwas vorgenommen. Und das kann man nur irgendwas bewirken, so, wenn man tatsächlich sich verbessert. Wenn man sich verschlechtert, ständig verschlechtert, dann Mensch praktisch so stark mit eigenen Problemen beschäftigt und so viel mit eigener Selbstzerstörung beschäftigt, dass er um sich drumherum nicht mehr sieht. Also das heißt, das bedeutet, wenn man Psyche nimmt und das richtet das ganze persönliche Entwicklung auf Richtung Verbesserung, dass jede Sekunde darauf achten, also was kann ich besser machen, wie kann ich besser machen, Gewohnheiten vermeiden und so, das Ganze richtig systematisch, konstruktiv, jede Sekunde durchziehen und Achtsamkeit, Wachsamkeit betreiben und gleichzeitig tägliche Bilanz ziehen. Wo bin ich heute wirklich besser geworden? Wenn Mensch das Ganze machen würde, dann wird das ganze Psyche viel stabiler, viel belastbarer. Es wird dann so Menschen wie ein Fels in der Brandung sich fühlen. Also das sind wir dann bei der Persönlichkeitsentwicklung, ja, die entweder weiter fortgeschritten ist oder, ja, noch auf dem, ja, einfach vor sich hin dümpelt und nicht vorwärts kommt. Ja, das liegt daran, weil diese Kultur, sich selber zu verbessern, an sich zu arbeiten, zu wenig da. Also das ist, das wird so dargestellt, zum Beispiel, ich sag mal, was mir aufgefallen ist, zumindest in Deutschland, und wenn man jetzt Fernsehen anschaltet, das ist eine Körperkultur sehr stark ausgeprägt. Das heißt, also alle achten, ob straffe Bauch, straffe Po, da ist es viel wichtiger, als ob man wird klüger oder intelligenter oder wenn man überhaupt sich verbessert persönlich. Ja? Mhm. Also fragt keiner, aber alle gucken auf straffe Po und straffe Bauch. Also gehen die Fitnessstudio, Tag und Nacht trainieren für den Arsch, ja? Damit einfach geliebt wird. Ja? Also das heißt, und das bedeutet, wenn das so passiert, ja, dann selbstverständlich, und jetzt muss man dazu sagen, Seele wird dann vorgekault. Aha, wir sind zum Beispiel in Deutschland, nur als Beispiel, kann man natürlich sagen, gibt es andere Länder auch so, aber und du wirst nur dann geliebt, wenn du diese perfekte Körper hast, wenn du das hast und das. Seele sagt, wenn das so ist, dann werde ich eine entsprechende Energie dafür geben. Also das heißt, aber nicht vergessen, wenn Seele eine Menge Energie investiert in den Körper, das ist übrigens der größte Energieaufwand überhaupt, dann bleibt wenig für die Seele. Deswegen, Geist, ja, also Arsch wird immer straffer, immer pur, wird immer besser, aber Mensch wird immer unglücklicher. Und verblödet. Verblödet noch dazu. Ja, ja. Das heißt, also, ja, das heißt, auf einmal plötzlich Lebenslust geht weg. Alle lieben diesen Mensch, aber er hatte keine Lebenslust. Als Beispiel. Ja, ja. Das sind übrigens Symptome, ja, zum Beispiel. Wenn man sieht, aha, welcher Zustand hat Seele? Also diese Geborgenheit ist nicht da, diese Fels in der Brandung ist nicht da, diese Zeitlosigkeit, das Gefühl ist nicht da, also das Lebenslust ist nicht da, oh, das ist schon akute Alarmzeichen. Also das ist im Prinzip schon, kann man sagen, lebensgefährlich. Ja. Lass mich bei dem Thema Seele, ja, noch mal abfragen, weil das ja auch etwas ist, was diskutiert wird und insbesondere so aus dem asiatischen Bereich kommt. Ist die Seele etwas, die am Ende von dem Mensch übrig bleibt, als, ja, eine unverwechselbare Persönlichkeit und dann in der nächsten Inkarnation die nächsten Aufgaben hat? Oder wie siehst du das Thema Reinkarnation? Wie siehst du das Thema, dass die Seele sich dann einen neuen Körper aussucht? Und, ja. Ich habe natürlich sehr, sehr viel darüber nachgedacht, weil wer sagt schon so, wie genau und was genau da passiert? Also das heißt, das, was ich erzähle, das ist jetzt mein Gedankenmodell, aber es folgt auch von sehr, sehr vielen Beobachtungen und täglicher Realität. Und von der Logik her, sage ich mal so,
jeder Mensch, wenn er zum Beispiel stirbt, ja, Körper löst sich auf, aber sogenannte Seelenanteile, diese Energie geht nicht verloren. Das heißt, Seelenanteile werden sofort mit anderen Seelenanteilen und ganzem Universum vermischt. Also ab wann beginnt Universum? Ab Hautgrenze. Haut löst sich auf, sag ich mal, Seele vermischt sich mit anderen Energie und so weiter. Das bedeutet, sogar wenn ein Mensch lebt, bekommt immer Energieanteile, Seelenanteile von anderen Menschen. Das heißt, sogar normale Kommunikation, also ich erzähle irgendwas und diese Information vielleicht sogar vom Geist stammen, weil ich habe so logisch überlegt, so und so, das ist auch geistige Information. Und Mensch hat das angenommen, akzeptiert und schon ist begeistert. Das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt Seeleninformation, wenn ich Informationen von der Seele geben würde, also dann Mensch das annimmt, akzeptiert, wird dann beseelt eigentlich. Ja? Ja. Also deswegen. Also das bedeutet ja zweierlei. Das bedeutet auf der einen Seite, es ist jetzt nichts Negatives, genau, wenn eine Seele mit Seelenanteilen von anderen, genau, so agiert und sich verbindet. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es gibt diese eine unverwechselbare Seele oder Seelenpersönlichkeit, ja, nicht, sondern es ist in dem Moment, wo der Mensch als physischer Mensch, als Materie, ja, nicht mehr existiert, geht die Seele in das große Nirvana aller Seelen, ja, genau, ein. Und da habe ich heute gerade gesagt, dass dieser Körper einzutreiben für die Seele ist eine gewaltige Energieaufwand bedeutet. Mhm. Und wenn zum Beispiel ein Mensch stirbt, dann diese gewaltige Energieaufwand, die Seele bis jetzt reserviert hat, ja, eigentlich nicht mehr notwendig. Diese Seelenanteile können mit Universum sich anders vermischen, mit anders verknüpft werden, mit anderen Menschen und so weiter. Das heißt, das, was übrig bleibt, diese Kern, ziemlich sicher entwickelt sich weiter. Und grob gesagt, wenn, sag mal, jetzt symbolisch gesehen, jetzt Seelenanteile bestehen aus Milliarden Seelenanteile, aber um Seele anzutreiben, braucht man zum Beispiel nur 100. Rest zum Beispiel geht irgendwo anders, wird umgewandelt und so weiter. Dass der Kern bleibt und so, das heißt, das bedeutet, entwickelt sich weiter, weil Energie nicht verloren geht. Also das bedeutet, und wichtig ist in diesem Sinne, spielt keine Rolle, ob man dann inkarniert oder nicht, weil diese Kommunikation findet immer statt. Braucht man dafür nicht zu sterben. Das heißt, und deswegen interessant ist dabei dieses sogenannte Seelenenergiemanagement, dass man in der Lage ist, das so wahrzunehmen, zu verstehen, mhm, dass man vorher schon das Ganze also verarbeitet. Und dadurch bekommt man wertvolle Informationen. Das heißt, praktisch Mensch aus heiterem Himmel, plötzlich kommt eine Idee und sagt, ah, jetzt plötzlich kommt eine Idee, aber nicht darüber nachgedacht, vielleicht das sind Seelenanteile von anderen Menschen. Heißt aber, oder nicht aber, heißt, ja, dass Karma, dass die Vorstellung, ja, die Seele will hier in dieser Inkarnation irgendwelche Erfahrungen sammeln und ja, also all diese Dinge, die sind dann eigentlich überflüssig. Genau, weil nach meinem zum Beispiel Gedankenmodell sowas absolut überflüssig. Warum? Weil jeder Gedanke existiert und hat eine Wirkung. Also wenn das so ist, dann existiert jede Realität, die ich mir ausdenken kann. Das bedeutet, warum? Weil meine Sinnreize, ich denke darüber, mein Körper reagiert und alles macht mit. Das heißt auch, dass es parallel unendlich viele Realitäten gibt. Also muss man nicht unbedingt sterben oder reinkarniert werden, sondern Mensch parallel lebt unendlich viele Realitäten. Alles passiert gleichzeitig und das bedeutet, Frage nur, wo ist denn Gleichgewicht, also wo ist das Schwerpunkt, sage ich mal so. Aber wenn zum Beispiel von Karma sprechen, das wird immer so gesprochen, also Mensch hat diese Aufgabe, muss das erledigen. Ich denke, es ist ein bisschen anders. Das heißt, Karma aus meiner Sicht ist ein Unterschied zwischen das, was Mensch kann und was er tut. Also ich sage mal als Beispiel, wenn jemand zum Beispiel Fenster putzen will, und er kann diese Fenster wirklich putzen, kann sauber machen, alles pipapo, perfekt. Aber er putzt gerade so halbherzlich und so. Mhm. So Hälfte geputzt, Hälfte so, er sagt, er reicht aus, kein Problem. Also er kann mehr machen, er kann richtig machen, aber macht dann so, wie er gerade Lust und Laune hat. Also diese Können, aber nicht machen, verursacht dann einen bestimmten Energieunterschied. Das schwächt dann sehr stark Menschen. Also das heißt, und dann geht es darum, wenn man das ganze Seelenmanagement ausrichtet in Richtung Verbesserung, dann das wird das Karma, kann man schon bezeichnen. Mhm. Weil Mensch plötzlich merkt, diese Klotz am Bein, er degeneriert. Das würde ja auch Auswirkungen haben oder ein Verständnis bedeuten für den Stellenwert und die Bewertung von Religion als letztendlich Machtmodelle oder wie ja Marx das mal so schön genau gesagt hat, Opium für das Volk. Ja. Dinge, die
weniger sich aus der Notwendigkeit von Körper, Geist und Seele als aus der Notwendigkeit eines religiösen Machtapparates ergeben. Genau, weil Religion im Prinzip ist auch ein Gedankenmodell. Auch nicht bewiesen und auch und so weiter. Ja? Und deswegen, sie tun so, also so pseudo da. Aber in Wirklichkeit ist es ein Gedankenmodell, mehr nicht. Also irgendwelche Behauptungen. Ja? Also dann kann man zum Beispiel sagen, nehmen wir zum Beispiel dunkle Zimmer und diese dunkle Zimmer, schwarze Katze. Stell mal vor, sehr schwierig, in dunkle Zimmer eine schwarze Katze finden, wenn sie nicht da ist. Und Religion zum Beispiel sagt, ich habe sie. Als Beispiel. Ja? Das heißt, und sie sind die Einzigen, die das Ganze haben in der Hand. Ja? Oder von Gott extra beauftragt, diese Katze finden zu können. Also das heißt, das bedeutet, das ist auch so, also Gedankenmodell, wie gesagt, und auf Abhängigkeit ausgerichtet. Ich würde sagen, also wenn man zum Beispiel selbstständig bleiben will und Verantwortung übernehmen für das, was man tut und so, dann zum Beispiel fragen Menschen so oft, ja, so dieses Thema, glaubst du an Gott oder so, dann ich frage immer, erstmal muss man überlegen, glaube ich an Gott oder glaube ich Gott? Ja, das sind zwei verschiedene Personen. Und dann frage ich dann Mensch, betest du? Ja, natürlich bete ich. Ich sage, warum störst du Gott bei der Arbeit? Also, ja, so einfach gesagt. Das heißt, reden kann jeder, aber wenn Prozesse verstehen, diese Kommunikation verstehen drumherum, dann frage ich zum Beispiel, was ist Seele eigentlich? Wenn Seele ein Teil Stellvertreter der Universum ist, dann, und Grenze gibt es keine, diese Verbindung, Kommunikation ist da, vielleicht das ist ein viel, viel größerer Teil, als man überhaupt vorstellen kann. Und das, was wir haben in uns, das ist so ein kleiner Teil, wird abgekapselt in den Körper, der so undicht ist. Also das heißt, deswegen wirklich so nicht klar, was macht Seele genau hier und jetzt. Ja, das heißt, ob das wirklich lernen will, weil wenn die Seele unbegrenzt ist, unser ganzes Universum, dann besitzt sowieso alle Informationen, die es gibt. Also ich denke zum Beispiel, dass an jedem Gedankenmodell für jeden Raum, für jede Energiedichte, Energieniveau gibt es eine bestimmte Qualität. Und diese Qualität, deswegen Seele hat auch unterschiedliche Qualitäten und bleibt auch dort bei dieser Qualität. Also wenn zum Beispiel Seele sich weiterentwickelt, dann werden Seelenanteile abgegeben, also das praktisch entschieden. Die Seele muss genauso Entscheidung treffen von Vergangenheit in Neuarität. Also bestimmte Anteile werden abgegeben, neue Anteile werden aufgenommen. Du hast jetzt so quasi nebenbei noch darauf hingewiesen, inwieweit das alles auch bedeutet, dass ich in die Eigen- und in die Selbstverantwortung hineingehe. Genau. Und da sind wir ja dann nicht nur bei dem, glaubst du an Gott oder glaubst du Gott, sondern auch bei dem Gott sei Dank. Genau. Das ist ja genau dieses Verabschieden. Genau diese Masche, ja, so. Ja. Also das bedeutet in diesem Sinne, Mensch, kann man sagen, durch diese Entscheidung treffen, ja, von einer bestimmten Realität, die neu annehmen, akzeptieren, dann ist das Prinzip, Mensch frisst sich durch Realität durch. Buchstäblich, frisst sich durch Realität durch. Und manchmal beißt ins Granit. Und deswegen auch nenne ich das übrigens geistige Verdauung. Also das heißt, Mensch verarbeitet Informationen und dann gibt irgendwas raus, ja, so kommt irgendwas raus. Also, und wenn man so weiterdenkt, dann es gibt so viele Parallele auf alle Ebenen, auf geistiger Ebene, seelischer Ebene, körperlicher. Im Prinzip gleiche Prozesse, nur andere Qualität. Deswegen kann man sagen, Seelenmanagement ist vergleichbar mit geistigem Management, vergleichbar mit Körpermanagement, nur auf andere Qualität Ebene. Und alles zusammen gilt als Absicherung, vergleichbar mit einem Flugzeug, wenn es zum Beispiel drei verschiedene Systeme gibt, die gegenseitig sich absichern, falls ein System ausfällt. Also das ist das schon super intelligent gut gemacht. Ja. Und Seele natürlich entscheidend, das ist Hauptcomputer. Also kann man sagen, das Betriebssystem, ja. Du hast darauf hingewiesen, wenn wir in der heutigen Gesellschaft oder wenn du das Fernsehen anschaltest, dass da die Rolle der Bedeutung des Körpers und der körperlichen Entwicklung und so weiter ganz, ganz auf dem ersten Blatt steht. Ist das so dieses Betreiben und das Herstellen von Image und Fassade? Genau. Zum Beispiel auch Beispiel für Geist, ja, typisch. Das heißt, für Geist wichtig ist diese Logik, diese ganze Behauptung. Also übrigens, an dieser Stelle kann man so einen Witz erzählen. So, Mensch besteht 70% aus Wasser
und der Rest ist leere Behauptung. Ja. Also das heißt, wenn man so weiterdenkt, das heißt im Prinzip, Mensch baut diese Fassade, diese Image, übrigens, apropos Image, ja, wer hat dieses Wort ausgedacht, Image? Ja? Image heißt Bild eigentlich. Bild, ja? Bild. Warum kann man nicht sagen Fassade? Ja? Also wird ein Image aufgebaut, also Fassade aufgebaut. So, Frage, wozu braucht man Fassade, also wenn irgendwas zu verstecken gibt oder was? Also dass das bedeutet, wenn ein Mensch mit Seele lebt, ja, und diese Substanz lebt, so diese Kerne so präsentiert und so, braucht keine Image, keine Fassade. Also einfach deswegen, das ist eine doppelte Moral. Das kostet doppelt so viel Energie übrigens. Also wird ein Mensch nur Hälfte davon leben. Wenn es doppelt so viel Energie, muss er ja in anderen Bereichen in den Energiesparmodus quasi gehen. Genau, das ist vergleichbar wie jemand, wenn er ein Lügner ist als Beispiel, muss auf alles achten, wo, was habe ich wann gesagt. Ja, muss er drei verschiedene Realitäten verwalten, weil er muss aufpassen, wem habe ich was gesagt. Und so, das kostet unendlich viel Energie. Und das bedeutet, irgendwo diese Energie wird erspart. Und das bedeutet, er spart an Lebensqualität, er spart an sogar Reparatur, Heilung, Erfolg wird erspart. Also es geht nicht spurlos weg. Und wenn es Mensch trotzdem Energie braucht, wird Energie geholt von überall, sogar von eigenen Familienmitglied, also von Freunden, überall. Und es wird ja auch letztendlich so sein, dass ich selber in dem Moment, wo ich eine solche Fassade, eine solche Doppelmoralgebäude aufbaue, auch zum Sklave dieses ganzen Systems. Das bedeutet, an dieser Stelle, Mensch, dann diese Image muss pflegen, sonst hat er Angst, komplette Gesicht zu verlieren. Das ist zum Beispiel, sieht man sofort, das sind Symptome, typische Symptome für diese, wenn Geist, Körper, Geist, also Seele beherrscht. Wenn jemand mit Seele lebt, dann hat er keine Angst, irgendwelche Image zu verlieren, weil er hat keine. Also er ist total unberechenbar. Und dadurch hat er auch eine gewaltige Energiesparnis und diese Flexibilität und jede Sekunde neue Bereitschaft, sich so anders zu ändern, anders zu leben. Sorgen sind nicht da, Gedanken nicht da, das bewertet die Situation anders. Also, das heißt, dadurch ist eine gewaltige Energiesparnis, das macht extrem viel aus. Du sagst immer so treffend, das Problem kommt, wenn das Problem kommt. Mhm. Also es ist dann, dann gehen im Grunde genommen die Schwierigkeiten los und dann wird aus dem Energiemanagement dann so die Notversorgung und irgendjemand bleibt bei dem Spiel auf der Strecke. Ja, das heißt, das ist immer so. Weil Mensch denkt, mir passiert nichts und so. Ja, das ist jetzt diese falsche Sicherheit. Und Mensch stellt sich dumm oder stellt sich tot und so weiter oder passt sich an. Übrigens, viele folgen einer Herde, kann man sagen, weil die sich besser aufgehoben fühlen. Aber ich sag mal dazu, wer die Herde folgt, folgt der Esche. Und das, was sollen dann erwarten davon, von dieser Esche? Das heißt, das bedeutet einfach, Seele fühlt sich auch im Arsch dann in diesem Moment. Also das heißt, das bedeutet, dass diese tiefe Einsamkeit, zum Beispiel, man spürt diese Einsamkeit nach außen, Leute tun sich lustig, alle zusammen und vielleicht hello und dies und das, aber man sieht an deren Gesichtern, dass sie extrem einsam sind und sogar vielleicht armselig und vielleicht sogar extreme große Schmerzen dann haben und so weiter, aber nach außen so alles so nett und schön und lieb und so. Und deswegen aus diesem Grund, weil ich so weiter beobachtet habe, ich habe festgestellt, eigentlich, wenn man so Menschen Gesundheit anschaut, alles komplett, dann ich behaupte heute zum Beispiel, dass 99% Menschen krank nur deswegen, weil sie seelische Probleme haben. Und dann Energie in die Reparatur des Körpers mit der Konsequenz, dass es dann der Seele letztendlich noch schlechter geht. Genau, weil dieses Thema, Seele zum Beispiel nirgendwo wird beigebracht, unterrichtet und so. Kirche reißt das alles an sich, so Seelensorger und so weiter. Ja. Die haben selber noch nicht nachgewiesen, ob Gott gibt es oder nicht. Ja. Also, und dann noch dazu mischen sich dann überall ein, aber gleichzeitig selber keine Ahnung davon haben. Also das heißt, irgendwelche Dogmen, nicht welcher Zwang nach dem Motto, wenn jemand mit denen so nicht einverstanden, dann sowieso böse. Also das heißt, was für eine Art ist das so? Wo ist das denn Menschenliebe, sag ich mal so dazu? Und deswegen, an dieser Stelle zum Beispiel kann man wirklich schauen, dass diese Seele-Konzept eigentlich, das ist wirklich an erster Stelle, wie gesagt, Gedankenmodell, aber an zweiter Stelle, dieses wahre Gefühl ist tatsächlich da. Also ich habe Ewigkeit dafür gebraucht, dieses Gefühl von der Seele und von dem Geist zu trennen.
Das heißt, das war erstmal erster Blick erstmal so verblüffend, was da passiert, ja. Aber dann, wenn man vergleicht, das ganze Geschichte, das ganze Kulturen und so, alle sagen, Meditationstechniken sagen, Geist ausschalten, diese Urteilsvermögen ausschalten, damit Seele sprechen kann. So, ich habe gedacht, was bedeutet das, ausschalten, ausschalten? Also ich würde es so nicht empfehlen, zum Beispiel alles ausschalten und so, damit Seele sprechen kann. Sondern einfach, das muss eine richtige Gleichgewicht hergestellt werden. Seele gibt Auftrag, Geist muss spuren und muss genau das erfüllen, nicht mehr und nicht weniger. Dadurch wird das ganze Wahrnehmung viel präziser, Mensch wird viel sicherer. Dadurch kann er auf seine Körper, Geist und Seele viel besser vertrauen, verlassen. Es funktioniert viel besser, regeneriert sich schneller, manövriert sich, navigiert sich schneller. Also Leben wird deutlich besser laufen. Also es ist viel erfolgreicher, also unglaublich interessant wird. Also diese Ausgeglichenheit von sprichst du vom Energiemanagement zwischen den Energiepotenzialen für Körper, Geist und Seele, das ist eigentlich dann der Idealzustand, dass es also nicht eine Dominanz des Körpers oder Dominanz des Geistes, aber auch keine Dominanz der Seele, sondern Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Ja. Und das ist zum Beispiel, das ist so ein Thema, wenn man so vergleicht diese Religionengeschichte, dass man so Opium für das Volk. Warum das so? Weil tatsächlich so Mensch in Wirklichkeit nur verlässt sich auf irgendwas und hofft, irgendwas passiert, ja, um anstatt selber irgendwas zu tun. Also in diesem Sinne. Nicht umsonst dieser Bauernspruch, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Mhm. Das heißt, und deswegen, man sieht sofort, wie viel zum Beispiel bei dieser Religionsgeschichte Parolen ausgetauscht werden. Natürlich, wenn jemand etwas glauben will, ist kein Problem. Also das, jeder Mensch bestimmt eine Realität selbst. So, dann, aber was mir noch so aufgefallen ist, der Mensch wird dann immer begrenzter. Und anstatt zum Beispiel zu überlegen, Moment, wenn unsere Seele unbegrenzt ist und wir kommunizieren mit dem Universum, entwickeln sich ganz andere Möglichkeiten. Theoretisch gesehen, Mensch sowieso schon dank dieser Kommunikation schon besitzt diese Informationen. Theoretisch, Mensch kann wirklich viel mehr, aber warum tut das nicht? Weil er unfähig ist. Und warum das unfähig ist? Weil, obwohl Seele das alles weiß, Anführungszeichen, weil Geist muss komplett neu entwickelt werden, trainiert werden und Körper passt sich an. Und diese Baustelle, diese Arbeit muss man machen. Ja. Ich komme gerade gleich noch mal auf diese, warum das so sein könnte. Lass mich die Baustellen. Du hast jetzt, was die Seele betrifft, verbunden mit Geborgenheit, mit Ewigkeit, Zeitlosigkeit, Lebenslust als Elemente, die eben nichts mit der Ratio, sondern eben seelenspezifisch sind. Mhm. Lebenslust ist da auch eine quasi unmittelbare Verbindung zum Thema Körper über das Thema Sexualität mit dabei? Komplett. Also zum Beispiel kann man so einen direkten Zusammenhang sogar herstellen. Also je mehr Lebenslust, umso mehr Sexualität entwickelt sich und so. Das heißt, und das bedeutet an dieser Stelle für viele Menschen Thema Sexualität auch so ein Thema für sich schon. Ja? Das mit vielen Tabus und anderen Sachen. Ja, klar. Also das heißt, aber wenn man jetzt genau schaut, dann Körper reagiert auf diese sogenannte Lebenslust mit solchen Symptomen, sage ich mal so. Ja. Also das heißt, das ist auch interessant, das ist wirklich so. Man sieht zum Beispiel einen Mensch, der seine Sexualität lebt, als viel lebendiger, viel strahlt nach außen, viel glücklicher und so. Das ist also wie eine Blume, die gerade aufgegangen, sage ich mal. Ja. Mhm. Du hast eben gerade gesagt, die Beschränktheit oder in dem Moment, wo ich mich durch Religion oder durch solche Modelle dann einengen lasse, ist das möglicherweise, obwohl es die Seele besser weiß, etwas, wo der Geist Machtstrukturen beispielsweise von Religion, von Politik, von Wissenschaft und so weiter auf den Leim geht, sich in die Angst fressen Seelen auf, hinführen lässt und verführen lässt. Genau das, kann man nicht sagen. Also das bedeutet, alles wird einfach miteinander verbunden und kommuniziert miteinander. Das heißt, es geht letztendlich um Energieaustausch. Also das heißt, egal was wir tun, egal was wir machen, alles ist Energie, alles besteht aus Energie, Information ist Energiemenge, die unsere Sinne beeinflusst und so weiter.
Und warum zum Beispiel manche Menschen lieben sich zusammen oder manche Menschen dann beeinflussen sich gegenseitig oder manche dann unterdrücken sich gegenseitig und so. Warum ist das? Das ist auch Macht, Spiel, aber in Wirklichkeit Energiemengenaustausch. Warum ein Mensch ärgert andere Mensch? Weil vielleicht erhofft sich, dass er mehr Energie von diesem Mensch bekommt. Warum kann man nicht einfach so bekommen, einfach durch, wie gesagt, diese Seele, also wenn man die sich verbunden fühlt mit ganz drumherum. Ja? Das heißt, Mensch praktisch dann rutscht immer mehr ab in andere Richtung, in diese Abhängigkeiten. Und wenn Geist dominiert, dann fängt an, Modelle, Gedankenmodelle zu entwickeln, um Energiebeschaffungsmaßnahmen zu machen praktisch. Ja? Und wenn Körper dominiert, dann entwickelt Modelle, wo zum Beispiel Red Bull dominiert. Ja? Ja. Also das heißt, und dann plötzlich Körper muss irgendwas reinfressen, damit Energie liefert und so. Obwohl in Wirklichkeit komplett falsches Konzept. Also das heißt, rein körperlich gesehen, Körper hat eigenen Stoffwechsel. Wenn man irgendwas Energiehaltiges zu sich nimmt, muss Körper erstmal das alles zerlegen und an sich anpassen. Das heißt, eigentlich falsches Konzept. Also alles, was wir Energiehaltiges zu uns nehmen, kostet uns extrem viel Energie. Also umgekehrt gesagt, wenn Mensch sowieso aus Wasser besteht, wenn er Wasser, Körpertemperatur, warme Wasser annimmt, dann Energieaufwand minimal. Er muss ja nichts umwandeln, nichts zerlegen, es geht direkt durch. Ja, ja. Und Seelenenergie ist noch reiner, noch feiner. Deswegen auch Thema Heilung zum Beispiel ist aufgefallen. Wenn ich jetzt, sagen wir so, Körper heilen würde, dauert Ewigkeit. Was muss man machen mit Körper? Streicheln, ja, Tabletten geben, Spritzen, irgendwelche Stoffe da rein fressen oder so vielleicht. Und bei Geist kann man, was kann man machen? Mit Logik kann man versuchen zu überzeugen, kann man irgendwelche Ziele geben, dass er Hoffnung und so, dies und das, irgendwas hin erklären, dass sich beruhigt vielleicht. Dauert trotzdem Ewigkeit. Also zum Beispiel eine Seeleheilung funktioniert tausendfacher schneller. Extrem schnell. Weil diese ganzen Dogmen lösen sich die Luft auf komplett. Wenn man mit Seelenkonzept versteht und ihn praktiziert, dann plötzlich alles reagiert so unkompliziert und selbstverständlich. Aber einzige Haken bei dieser Sache natürlich so, ich sage mal so, hochkomplexer Tumor löst sich auf, also Mensch plötzlich wird plötzlich gesund, aber Körper wehrt sich dagegen und Psyche, also Geist wehrt sich dagegen, weil er mit neuer Realität nicht zurechtkommt. Deswegen wenn der Seele der Chef ist? Deswegen Energiemanagement muss stimmen. Ja, ja, genau. Also, aber es geht... Denn die Seele ja. Seele zum Beispiel abhängig von Geist, abhängig vom Körper. Ja. Das heißt, deswegen, so, deswegen okay. Zum Beispiel, wer hat deutsche Sprache ausgedacht? Geist. Wer hat deutsche Gesetze ausgedacht? Geist. Weil Seele auf keinen Fall, weil wissenschaftlich gibt es keine Seele. Also wenn deutsche Wissenschaft sagt, gibt keine Seele, dann wer hat ausgedacht diese Gesetze? Geist. So, das heißt, und jetzt, um Seele hier in Deutschland zu überleben, abhängig von diesem Geist. Geist muss sagen, was bedeutet das, dieses Gesetz? Was bedeutet diese Vorschrift? Also Seele ist komplett voll ausgeliefert. Diese Seele versteht diese Sprache nicht. Also Geist muss übersetzen. In der, ich sag mal, Außenwirkung eines Menschen, der ausgeglichen sich wirklich von der Seele leiten lässt, ist das... Ein Mensch, der berechenbar ist? Von der Seele, wenn zum Beispiel. Ja. Oder genau umgekehrt passiert. Mensch wird unberechenbar. Eben. Das ja, heißt, genau, Mensch, das war meine Frage. Der, zum Beispiel, wenn ein Mensch mit Geist lebt, dann ist er nach Logik lebt, der wird ja. Extrem berechenbar. Kann man sagen, sogar steifer vielleicht oder spießiger und solche Sachen. Aber wenn zum Beispiel mit Seele gelebt wird, dann ist jede Sekunde einmalig und neu. Weil da kommen zusätzlich so viele Informationen, die Geist überhaupt noch nicht kennt. Also Geist kriegt natürlich ein bisschen Stress, aber letztendlich Mensch mit Seele achtet auf was für ihn wichtig ist, ist Geborgenheit, dieses Ewigkeitsgefühl, Harmonie ist da und alles wird dafür tun, dass so passiert. Das heißt, deswegen für Außenstehende, für Menschen, die sind mit Geist gesteuert, Mensch mit Seele wird unberechenbar. Und das könnte natürlich auch genau der Grund sein, warum diese ganzen Herrschaftsstrukturen wie Religion hier die Menschen schubladisieren und genau, weil kann man nicht mehr steuern, kann man nicht mehr steuern, eben. Kann man immer nicht manipulieren. Ja. Und wenn Mensch dann lebt, diese Geborgenheit und dieses Gefühl von Fels in der Brandung und diese Wärme, diese Liebe, das ganze Gefühl ja, so von Lebenslust ja, und dann plötzlich rutscht in diese andere Struktur, wo er diese Abhängigkeit, diesen Druck hat und diesen Zwang, also dann allein deswegen kann man schon schwer krank werden.
wenn ich das wirklich nach oben stelle, also das Seelenmanagement ganz nach oben, dann müssten ja auch die Klarheit und die Reinheit und die der Gedanken eine riesengroße Rolle spielen. Gedankendisziplin spielt entscheidende Rolle. Warum? Weil jeder Gedanke sieht und hat eine Wirkung, aber es scheint nicht da, sondern mit eigenen Gedanken zurechtzukommen. Ja. Das heißt, sonst kann der Mensch alles Mögliche sich ausdenken und damit setzt alle Prozesse in Gang sofort. Und das bedeutet, wenn er zu hohe Ansprüche stellt, dann bekommt er eine entsprechende Energie dafür, alles läuft weiter. Und an dieser Stelle kann man sagen, was ist psychischer Zusammenbruch? Dass der Mensch bewusst wird, dass das eigene Lebenskonzept nicht aufgegangen ist. Also hat zu hohe Ansprüche gestellt, also große Klappern, vielleicht nichts dahinter, also unfähig, das zu tun, aber wollte trotzdem haben, hat Energieprozesse in Gang gesetzt. Und so, Geist hat Auftrag erteilt, Seele hat alles mitgemacht und Körper auf der Strecke geblieben. Diese Gedankenhygiene ist etwas, was auch gleichzeitig oder die Klarheit der Gedanken, was mich aus dieser Sackgasse dann rausführt. Genau, das bedeutet, wenn man zum Beispiel diese Gedankendisziplin betreibt, ja, das wird Sache so klar und so deutlich, dass man wundert man sich von vornherein schon, warum hat er früher das nicht getan? Diese Betriebsblindheit geht sofort verloren. Plötzlich sofort wird klar und deutlich, nur wird auch klar und deutlich, ob man mit richtigen Menschen zu tun hat oder mit nicht richtigen Menschen zu tun hat. Das heißt, es kann passieren, dass der Mensch zuerst vielleicht einsam wird oder es kann sein, bekommt richtige Freunde. Also es, auf jeden Fall verändert sich sehr viel, wird viel mehr sehen und verstehen. Also wenn wir bei dem Management sind, wir haben jetzt gesagt, in dem Moment, wo der Körper dominiert, abgesehen davon, dass es den höchsten Energieaufwand, haben wir eben dann armselig oder wir haben bis schwachsinnig, je nachdem, wohin sich das Ganze entwickelt. Gesundheitlich kann das also Richtung Burnout und kompletten Zusammenbruch. Zum Beispiel auch dieses Wort schwachsinnig sogar. Ich habe beobachtet, die Menschen sagen dieses Wort, aber ich sag mal, ich bin ziemlich sicher, 99% Menschen verstehen nicht, was es bedeutet. Schwachsinnig bedeutet nicht so, blöd, sondern schwache Sinne, ganz einfach. Ja. Die alle mit schwachen Sinne haben, sie mit Sinnen nicht leben, nicht praktizieren, schwachsinnig, ganz einfach. Ja. Und wenn sie noch dazu Lebenslust verlieren, das ist armselig noch dazu. Ja. Und bei der Dominanz des Geistes, das ist das ja selber, da bist du auch wieder dann in dieser Abhängigkeit. Seelenlos. Also, das heißt, und deswegen, warum zum Beispiel dann Geist plötzlich dominiert? Weil Mensch denkt, durch diese Struktur, durch diese Abhängigkeit schafft eine Scheinsicherheit. Nach dem Motto, wenn so läuft, mir vorgestellt habe, bin ich in Sicherheit, dann ist alles in Ordnung. Aber warum dann plötzlich diese Krebs zum Beispiel im vierten Stadium in letzter Sekunde entdeckt wird? Vorher war alles perfekt, alles super. Und ich kenne eine Menge Leute, die schulmedizinisch zweimal im Jahr komplett Untersuchungen machen, alles A bis Z, alles wird durchgeleuchtet, überprüft, alles perfekt gesund, eine Woche später tot umgefallen. Warum? Und ist noch sehr jung, das kommt noch dazu. Ja, also man sieht sofort, auch hier sogar dieser Seelenmanagement spielt eine entscheidende Rolle. Und das ist auch der Ausweg aus dem Thema Fremdsteuerung. Genau. Ja. Genau. Das ist dadurch, Mensch praktisch, dann Mensch wird frei, er kann sofort sich bewegen in alle Richtungen. Wenn er irgendwann diese Abhängigkeit will, kann er machen, kein Problem. Also, aber entscheidend ist dann, wie gesagt, wenn das Problem kommt, dann wie komme ich aus dem Problem raus und so. Und dann entstehen Abhängigkeiten. Also das heißt, wenn ein Mensch selbstständiger wird, wird plötzlich bewusst, achtsam, wachsam, also macht dann Leben riesen Spaß, aber wird dann praktisch in höchster Stress wie ein bester Urlaub leben. Ja. Wie kann ich mich diesem Wesen Seele oder meiner eigenen Seele nähern? Wie lerne ich die kennen? Ich würde sagen, genau diese Verständnis erstmal von der Seele, was ich so gesagt habe, dass es geborgen hat, diese Symptome. Also wenn der Seele gut geht, dann ist geborgen hat, Ewigkeitsgefühl da, Zeitlosigkeit, das heißt diese Lebenslust. Gleichzeitig ein sehr guter Indikator, welche Prozesse im Körper laufen. Zum Beispiel sagen wir so, wenn Mensch vorgenommen was zu tun, sagt, ich mache das und das, plötzlich merkbar, Lebenslust geht weg. Aha, dann ist dieser Prozess Seele sehr stark beansprucht oder schadet. Oder plötzlich Zeitdruckgefühl da. Mensch plötzlich unter Zeitdruck ganze Zeit.
was ist los, ja, was ist da passiert? Also da hat er irgendwelche Prozesse in Gang gesetzt, geistig hat sich vielleicht sehr stark begrenzt oder irgendwas vorgenommen, was nicht sofort leisten kann. Und so, und diese ganzen Prozesse sofort zeigen auch, Achtung, welche Richtung geht es. Also Seele meldet sich sofort. Und so diese Symptome, wo gesagt, Lebenslust geht verloren, so Beispiel Zeitdruck und so Gefühl von generell, so diese Geborgenheit ist nicht da, schon sehr guter Indikator. Umgekehrt, wenn zum Beispiel Geist nicht gut geht, logische Denkweise verloren. Ich kann nicht richtig logisch denken, kann nicht um die Ecke denken, kann überhaupt keine Fragen formulieren, kann überhaupt nicht erinnern, bestimmte Sachen und so weiter. Wenn körperlich nicht gut geht, dann ist klar, was da passiert. Also fragen Sie Arzt oder Apotheker. Also das heißt, aber letztendlich, wenn man Entscheidungen trifft, muss man achten auf diese Gefühle. Das ist das Erste. Und zweiter natürlich, was sehr wichtig ist, dass man tatsächlich Grundlagen schafft, für Grundlagen für eigene Entscheidungen. Das heißt, sogenannte Lebensphilosophie, Prinzipien, Kriterien, wo man sagt, welche Wünsche habe ich in meinem Leben, in welchem Bereich habe ich diese Wünsche und wie genau stelle ich mir das vor. Erstmal das. Und dann nächster Punkt, also wenn ich das so beschreibe, dann habe ich erstmal Entscheidungsgrundlage getroffen. Und wenn ich jetzt später diese Entscheidung treffe, dann frage ich, warum treffe ich diese Entscheidung? Ja, weil das meiner Lebensphilosophie in diese Richtung entspricht, in diesem Bereich so und so, da habe ich mir vorgestellt, in diese Qualität, deswegen treffe ich diese Entscheidung, weil es genau in diese Richtung geht das alles. So, dann merkt man sofort, wie Lebenslust steigt, wie es sofort besser wird, plötzlich stabiler und so weiter. Also Mensch praktisch in eigene Element, in eigene Haut sich wohlfühlt und so weiter. Ja. Aber wenn jemand anderen zuliebe macht, diese volle Kompromisse trifft, und so, ja, ja, dann merkt man sofort, wie diese Körpergefühle alles entsteht, also Zeitdruck, dieser ganze Druck und so weiter, ja, und solche Sachen. Also wichtig ist also dann als Fazit, dass ich die Einheit aus Körper, Geist und Seele immer ganzheitlich beobachte und betrachte. Alle diese Gefühle, diese Symptome muss man gleichzeitig überprüfen. Gleich, genau. Sobald man will, irgendwelche Entscheidungen treffen, sofort achten auf diese Gefühle. Das ist das absolute Minimum. Natürlich kann man auch zusätzlich eine Sprache beibringen, wo zum Beispiel Gefühle entstehen als Folge von Energiemengenaustausch. Das heißt, deswegen, dieses Beispiel, wenn Energie reingeht, spürt man zum Beispiel Druck und Wärme ins Körper, zum Beispiel, wenn man fühlen will. Wenn Energie rausgeht, Kälte und Kribbeln. Also wenn man auf psychische Ebene anschaut, dann kann man sagen, Mensch bekommt Energie, fühlt sich munter, bekommt noch mehr Energie, wird vielleicht sogar aggressiv. Verliert Energie auf psychischer Ebene, fühlt sich plötzlich ruhiger an, wenn es noch mehr Energie verliert, wird sogar depressiv. Deswegen heißt es Depression. Mensch steht unter Druck und jetzt wird Depression. Also ein Prozess. Energie, Druck wegnehmen. Ja, ja. Wenn ich diese Dinge jetzt zwar theoretisch mir anhöre, kann ich so etwas trainieren? Kann man das lernen? Bringst du das den Leuten bei? Genau, ich bringe das alles bei und nicht nur kann man, sondern muss man trainieren. Ja. Und also ich habe ein extra System entwickelt dafür, so eine richtige Sprache. Also richtige Sprache mit eigenem Alphabet, eigener Grammatik. Also Mensch lernt das Ganze wie Autofahren, wie Sprachen lernen. Und mit der Zeit wird immer besser, besser. Also funktioniert sofort, wirkt sofort. Aber Übung macht der Meister. Also muss man das alles verinnerlichen und umsetzen, praktizieren. Weil bis jetzt, so wie ich jetzt beobachtet habe, Menschen sagen, ja, ja, ich vertraue meine Seele, ich vertraue mein inneres Gefühl. Aber im Prinzip machen sie gar nichts. Also. Ja. Und wenn jemand nichts macht, dann verschlechtert sich also alles. Diese ganze Belastbarkeit nicht da, nicht die Lage, Informationen wahrzunehmen, gibt es keine Informationsfilter, überhaupt Filter nicht da. Dadurch auch Manipulierbarkeit steigt, also Abhängigkeit steigt, Mensch abhängig von Dogmen, alles Mögliche. Also wenn diese Sackgasse kommt, was machen dann Menschen, wenn sie so, sie geben nicht dann zu, dass so passiert, sondern lieber sterben, ja, dann tot umgefallen, fertig. Ja. Also so wird Seele abgehauen. Also wird dann alle Bedingungen dafür geschaffen, Seele haut ab. Ja. Und auf der anderen Seite... Oder kann man sagen, dazu nicht nur sterben, sondern wenn dann plötzlich auf einmal schwer krankt, ja, schwer krankt. Was macht dann durch? Weil eine Menge Seele geht, sagen wir so, leidet darunter, so ein Mensch wird schwer krank. Dadurch erhofft er vielleicht, dass er mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung von anderen Menschen bekommt. Ja, so auch eine Art von Erpressung oder so. Ja? Ja. Also ich sag mal, nicht alle so, aber so viele machen das. Und auf der anderen Seite hast du dann... als Lohn und Gewinn, das, was du mit der Geborgenheit, der Zeitlosigkeit, Lebensqualität, dieses Gefühl, Fels in der Brandung, ein Mensch, der mit sich im Einklang ist, all diese
Begriffe genau. beschreiben ja diesen... Muss man einmal verstehen, es gibt überhaupt kein Entkommen, weil Natur, Universum, alle Gesetze, also gelten überall, in alle Realitäten durch und durch, Veränderung ist überall durch, geht, also das heißt, Beeinflussung ist überall da. Wenn Mensch in dieser Realität hier nicht gelernt hat, sich zu verbessern, dann wird in anderer Realität gezwungen, das zu lernen. Ja. Also so oder so. Also das heißt, es gibt überhaupt kein Entkommen. Also je früher, umso besser. Ja. Alles klar. Ja. Herzliches Dankeschön. Genau. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite von Oleg Lohnes ein mit weiteren Informationen, aber in erster Linie natürlich der Möglichkeit, das, was wir jetzt nur antippen konnten, dieses Energiemanagement der Seele mit einem eigenen Instrumentarium so zu verinnerlichen, so zu lernen, so zu trainieren, dass man diesen Weg auch selbstgesteuert und selbstbewusst und nicht fremdgesteuert und von außen beeinflusst dann auch letztendlich gehen kann und damit wirklich dann auch das eigene Leben leben kann. Ein Seminar, was sich absolut lohnt und bei dem all das, was wir mit dem Thema Eigenverantwortung, Selbstverantwortung und eigenverantwortlichem Leben schon in vielen Sendungen angesprochen haben, dann eben auch wirklich konkret umsetzen kann. In diesem Sinne wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.